Ja, und was der Matthias für die nordischen Feinschmecker ist, das ist der Gecko für dieses deutsche Ehepaar auf Ibiza. Reinhard und Birgit Meyer sind das. Und wer weiß, ob sie ohne die kleinen Eidechsen so erfolgreich wären auf der schönen Baleareninsel. Denn der Gecko, das ist sozusagen das Maskottchen ihrer Goldschmiede und ihrer Schmuckwerkstatt, die ursprünglich und mit langer Tradition in Freiburg zu Hause war, inzwischen aber unter die spanische Sonne gezogen ist. Ab in den Süden. Der Gedanke hat die beiden immer fasziniert. Auf Ibiza hat das Goldschmiedepaar Reinhard und Birgit Meyer sein Zuhause gefunden. Dieser Gecko hat ihnen dabei geholfen. Schon früh war beiden klar, sie werden das kalte Deutschland hinter sich lassen. Wir haben uns sehr früh kennengelernt. Und so kurz vor 20, als wir anfingen, die Welt zu erkunden, da war klar, also jetzt gehen wir mal gucken, wo wir hin, wo es uns hinzieht. Erst waren wir mit dem Motorrad unterwegs. Ja. Und dann ein Wohnmobil. Und klar war auch, dass sie ihr Leben gemeinsam verbringen würden. Seine Birgit hatte Reinhard schon als Teenie im Auge, damals in Freiburg. Ich bin mit Fahrrad, bin ich ihr hinterhergefahren in Freiburg. Und sie hat den Spiegel dran gehabt. Aber da war ich noch sehr jung, bitte. Wie alt warst du? Da war ich 13. Seit 10 Jahren leben die Freiburger ganzjährig hier, außerhalb der Touristenpfade von San Antonio. Atelier, Schmuckladen, alles unter einem Dach. Reinhard entstammt einer alten Freiburger Goldschmiededynastie. Der Gecko ist sein Markenzeichen und der kommt an bei den Kundinnen. Der Gecko. Der Gecko. Ich glaube, wenn man hier von der Insel oder lange Zeit auf der Insel lebt, dann ist einfach der Gecko so das Zeichen auch von der Insel. Bei Bedarf kann Reinhard auch klotzen, wenn der Kunde es denn wünscht. Und das sind nicht wenige auf der Partyinsel. Der Reinhard macht halt auch sehr viele individuelle Sachen für uns. Mein Mann hat zum Beispiel sich letztes Jahr eine unheimlich schöne 2,5 Kilo Silberkette dann für abends für die Events geholt. Kann der noch aufrecht gehen? Der ist sehr stark. Reinhards Markenzeichen ist übrigens eine Zufallserfindung. Überhaupt, dass ich Gecko machen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Ein Freund von mir, der ist Zahnarzt, der wollte für seinen Sohn einen Gecko haben. Und wir haben gesagt, okay, mach mal einen. So hat er uns eins andere gegeben. Ja, ich bin halt bei der Linie geblieben. Und meine Frau hat mir geholfen. Wenn ich sie nicht gehabt hätte, wären wir nicht so weit gekommen. Birgit kümmert sich um Verkauf, Beratung und Bürokram. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Ja, habe ich mir geleistet. Nach schwierigen Anfangsjahren laufen die Geschäfte. Der Gecko hat deshalb auch einen Ehrenplatz am Haus der Meyers. Sie gehen zum Mittagessen bei Familie Asensio Mari in Sassoka. Mit Mutter Antonia sind beide seit den 80ern befreundet. Nur mit den Geckos wird Antonia nicht warm. Nein, mir gefallen die nicht, sagt Antonia. Birgit weiß das auch. Mit Antonia haben sie die einzige Disco-Nacht ihres Lebens verbracht und das auf Ibiza, der Insel, die für ihre Clubkulturwelt berühmt ist. Es war eine sehr seltsame Geschichte. Ja. Das war der einzige Disco-Tag auf Ibiza? Ja. Ja. Genau. Es gibt ja Leute, die neben der Insel anders waren. Ja, aber mir nicht. Wir haben aber unseren Spaß bestimmt auch gehabt. Genau. Krach ist nicht ihr Ding und die Insel ist seit jenen Tagen definitiv nicht ruhiger geworden. Alles hat sich verändert, sagt Antonia. Wenn du heute am Strand ankommst, siehst du nur noch Menschen und Taxis. Im Moment ist ein ungutes Gefühl, weil es wird alles auf 5 Sterne ausgerichtet. Luxus, Luxus, Luxus. Und für den Mensch, der hier sein Auskommen finden muss, ist nichts mehr möglich. Die Mieten sind gestiegen ins Unendliche. Die Eigentümer wollen nur noch im Sommer an Touristen vermieten. Und das ganze Jahr über kriegt man keine Unterkunft. Hier außerhalb der Touristenorte ist vieles beim Alten geblieben, das mögen sie. Doch Tochter Alicia kennt die Meyers schon ewig. Seit 36 Jahren mittlerweile rechnet sie vor, die Meyers gehören definitiv zur Familie. Wie bleibt man so lange einem Restaurant treu? Weil es so sympathische Menschen sind. Und alle. Ist sehr gut. Oma, Mutter, die Kinder, immer alle. Sie haben viele spanische Freunde. Das unterscheidet die Meyers von anderen Auswanderern, die auch nach Jahren im Ausland fast nur Deutsche kennen.
Auch ihren Freund Juan Obrador haben sie über eine gemeinsame Freundin kennengelernt. Sind unsere ältesten Freunde hier auf der Insel und auch die innigsten Freunde, würde ich sagen. Ja. Wir kennen uns schon so lange. 40 Jahre ungefähr. Juan hat als Handwerker auf deutschen Baustellen gearbeitet. Heute baut er vor allem Weine. Im bizenkischen Monastrey. Bei der Verkostung seines Weines sind die drei sich noch näher gekommen. Der Wein, der schmeckt sehr gut, muss man sagen. Nur eines fehle dem Wein, meint Juan. Und ja, kein Sulfit. Und ohne Sulfit, der Wein nach und nach ist kaputt. Also schnell trinken, ne? Genau. Ja, und jeden Tag Karussell. Jahrzehnte hatte Juan seinen Wein mit dieser Presse von Hand gekeltert. Reinhard konnte das nicht mehr mit ansehen und besorgte aus seiner badischen Heimat eine druckbetriebene Presse. Und dann war er ganz überrascht davon, was er bekommen hat. Haben Sie geglaubt, dass das Ding funktioniert? Ich habe gedacht, das kann nicht funktionieren, aber ich kann etwas machen für funktionieren. Wenn du hast eine große Sache hier, du kannst gehen und lassen allein, Arbeit allein. Mhm. Hat was, ne? Das ist fantastisch. Ihr Tag klingt aus mit den deutschen Freunden Uwe und Inge auf dem Boot. Arbeiten und gut leben, beide Ehepaare haben sich das auf Ibiza verwirklicht, weil die Uhren hier anders ticken und die Menschen auch. Man hat kein Problem, irgendjemanden kennenzulernen. In Deutschland gehen sie an dir vorbei, jeder hat es nur eilig, jeder... Das ist nicht schön. Da ist was dran, das stimmt, ja. Diese spanische Art des Lebens, Manana, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber dann geht es ganz gut. Für die Meyers steht fest, sie werden auf Ibiza bleiben, solange wie das eben nur geht. Noch scheint es ja ganz gut zu funktionieren. Ich würde auch gerne so lange weitermachen, wie es geht, aber für heute ist unsere Sendezeit leider rum. Alles auf morgen und alles auf die heute.de, da halten wir Sie nämlich weiter auf dem Laufenden. Ciao, schönen Nachmittag.